Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es mal wieder eine weitere FIFA Talk Episode. Das heißt, wir reden auch heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Was ist so neu passiert? Was sind einfach interessante Dinge im Moment? Ich habe heute für euch vier sehr, sehr interessante Themen vorbereitet und wir starten auch schon direkt rein mit dem allerersten Thema. Und zwar gab es ja vor kurzem ein riesiges Weekend League Update und auch teilweise ein Ultimate Team Update und da wurde unter anderem auch ein neuer Filter für Team Fitness rausgebracht. Das ist sehr, sehr nice, denn jetzt muss man nicht mehr Fitness allgemein suchen und muss sich dann die Team Fitness Karten raussuchen, falls man eben zum Beispiel gerade welche braucht, weil man eben für Champions spielt und dann eben direkt der ganzen Mannschaft Fitness geben will. Und so kann man das jetzt eben genau filtern. Es gibt einen eigenen Filter für Spieler Fitness und einen eigenen Filter für Team Fitness. Das heißt, ihr findet die Team-Fitness-Karten direkt, ihr könnt einstellen, ob Bronze, Silber oder Gold und somit erspart ihr euch extrem viel Zeit und auch extrem viele Münzen. Wir machen weiter mit Foot Birthday und das ist ein Event, wo eben ja, FIFA Ultimate Team sozusagen Geburtstag feiert und da kam eben in den letzten Jahren einmal das 5-jährige Jubiläum oder der 5-jährige Geburtstag, dann der 6-jährige, der 7-jährige, der 8-jährige und in FIFA 18 kommt jetzt eben dann der 9-jährige Foot Birthday raus und ja, da gibt es einige interessante Dinge wie Special Packs und so weiter und so fort. Ich weiß natürlich nicht ganz genau, ob die in FIFA 18 jetzt ganz neue Dinge auch mit reinnehmen werden oder nicht. Aber es ist meistens so, dass diese Events ja zu mindestens 50, 60, 70% aus dem Vorjahr übernommen werden. Das heißt, die Dinge, die es letztes Jahr gab, die wird es vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch dieses Jahr in FIFA 18 dann bei diesem Foot Birthday Event geben. Und deswegen lese ich euch jetzt einfach mal die Dinge aus FIFA 17 vor. Und zwar haben wir hier den Artikel Foot Geburtstag, also Foot Birthday, einfach die klassische Übersetzung. Ja, FIFA Ultimate Team feiert dieses Jahr seinen 8. Geburtstag. Aus diesem besonderen Anlass präsentieren wir dir ab 31. März 18 Uhr englischer Zeit, also bei uns dann halt 19 Uhr, für kurze Zeit das Foot Geburtstagsteam, neue SBCs und mehr. Also letztes Jahr kam das Ganze am 31. März raus, dieses Jahr wird es höchstwahrscheinlich am 30. März schon stattfinden, da das eben auch wieder ein Freitag ist und EA solche Events eigentlich immer an Freitagen raushaut. Und ja, dann lesen wir direkt mal weiter. Das Foot Geburtstagsteam. Unternehme eine Zeitreise und feiere die Foot-Geschichte mit dem Foot Geburtstagsteam. Es umfasst 23 aktuelle Spieler, die in vorherigen Versionen absolute Fanlieblinge waren. Jedes Mitglied des Foot-Geburtstagsteams hat einen neuen Objekttyp und abgegradete Werte, die sich an seinem früheren Foot-Objekt orientieren. Also das heißt, Spieler wie zum Beispiel Ahmed Musa oder so, ja, die waren in den letzten Jahren schon drinnen, weil die eben immer gehypt wurden. Das waren einfach Lieblingsspieler von FIFA-Spielern, das waren so typische ja, FIFA-Spieler, kann man sagen. Für FIFA 18 gibt es natürlich auch schon eine Prediction, allerdings ist die nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Level. Das ist nämlich alles vor den Transfers passiert und da ist zum Beispiel jetzt noch ein Lukas, der noch nicht bei Spurs spielt und zwar sehen wir den hier zum Beispiel, da ist er halt noch bei PSG. Das wusste der zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, also der diese Prediction eben gemacht hat und ja, bei der Prediction wären zum Beispiel Neuer, Bailly, Manolas, Jimenez, Lallana, Touré, Marquisio, Reus, Robben, Dembélé, Lacazette, Mertesacker, Jesse, Bruno Perez, Ganso, Gaetan, Di Maria, dann eben Lukas, Moya, Klein, Thuram, Santi Cazorla und Dumbia. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere drinnen ist, aber wie gesagt, das ist auch wirklich nur eine Prediction und noch keine fixe Aussage, also das ist noch nicht zu 100% bestätigt, das ist absolut nur eine Prediction, nur eine Vorhersage und ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, welchen Spieler ihr euch wünschen würdet für Foot Birthday, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Soweit ich weiß, kann man diese Spieler dann auch ganz normal in Packs ziehen und ja, wir gehen auch schon weiter mit den neuen Premium SBCs. Wir präsentieren erstmals in der Geschichte von Foot neue SBC Premium Objekte. Drei Foot-Favoriten erhalten eine ganz besondere Premium-SBC-Version. Diese einzigartigen Objekte werden für die Dauer des Events als einzelne SBCs veröffentlicht. Sie lassen sich noch stärker upgraden als die entsprechenden Foot-Geburtstags-Team-Versionen. Wenn du mindestens eine dieser SBCs abschließt, erhältst du zudem auch ein einzigartiges SBC-Trikot. Also die drei Favoriten gibt es dann sozusagen nochmal als eigene SBC und die Karte ist dann nochmal viel, viel mehr geupgradet als die Karten aus diesem 23er Mann-Kader zu Foot Birthday. Und ja, wir gehen auch schon weiter. Tägliche Foot Geburtstags SBCs. Spiele während des Foot Geburtstags täglich Ultimate Team, um dir vielleicht tolle Boni zu sichern. Schau jeden Tag vorbei und meistere die tägliche Foot Geburtstags SBC. Also es gibt jeden Tag eine tägliche SBC.
Zusätzlich zu den üblichen Boni für den SBC-Abschluss kannst du dir extra Stufenboni schnappen. Sobald du mindestens 3 Tage Geburtstags-SBCs meisterst, Punkt. Je mehr tägliche SBCs du abschließt, desto höher ist dein Bonus. Die Zusatzboni werden nach dem Ende des Events und spätestens bis 14. April vergeben. Können aber nach wie vor Food Birthday Team Objekte enthalten. Also du kannst trotzdem diese Food Birthday Spieler in diesen Packs ziehen, obwohl das Event dann schon aus ist. Und ja, da sehen wir eben 3 abgeschlossene SBCs gibt ein Megaset, 8 abgeschlossene SBCs gibt ein 125k Pack. Die extra Boni aus den täglichen Food Geburtstags SBCs sind untauschbar und können nicht addiert werden. Das heißt, diese Packs sind untradable, du kannst die Spieler nicht verkaufen. Als letzten Punkt gibt es bei Food Birthday noch tägliche Boni in der Web-App und der Begleit-App. Melde dich während des Food Geburtstags unbedingt in der Web-App und der Begleit-App an, um dir tägliche Boni zu sichern. Ja, Begleit-App ist die Companion-App, also die Handy-App. Dort immer jeden Tag einloggen, um eben auch Tagesgeschenke zu bekommen. Das waren an sich jetzt auch schon die wichtigsten Infos zu Food Birthday. Es wird also einfach der Geburtstag von Ultimate Team gefeiert und in FIFA 18 dürfen wir uns wahrscheinlich auch gefasst machen auf irgendwelche etwas Neues, welches dann bei Food Birthday auch dabei sein wird, denn die werden das sicher nicht 1:1 zu übernehmen, wie sie es eben in FIFA 17 gemacht haben, aber ähnlich wird das Event dennoch sein und da können wir auf jeden Fall uns auf ein sehr, sehr schönes und cooles Event gefasst machen. Okay, als drittes Thema habe ich ein sehr, sehr cooles Bild auf Twitter gefunden und zwar hat da jemand einen Wunsch in Form eines Bildes geäußert und zwar will er dort eben zeigen, wie er das gerne haben wollen würde in FIFA 19 mit den Spieler-Ratings auf dem Transfermarkt und zwar, dass du Spieler zum Beispiel in Formkarten wirklich nach Ratings suchen kannst und das wäre natürlich absolut krass und das würde man sich, denke ich mal, wünschen, denn dann kannst du natürlich die Spieler besser snipen, du kannst sie besser erbieten, du kannst einfach viel, viel besser auf dem Transfermarkt damit handeln, du kannst sie einfach auch wirklich günstiger für dein Team kaufen, weil du halt wirklich diese Karte suchst und dir kann es auch nicht passieren, dass du statt einem 85er Inform unabsichtlich den 84er gekauft hast, weil du nicht genau hingeschaut hast, sondern es wäre einfach cool, wenn man dann wirklich jeden einzelnen Inform selber suchen könnte, jede einzelne Karte wirklich selbst ganz extern suchen könnte auf dem Transfermarkt und nicht, dass man, wenn man eben Special eingibt, dass da die 50 verschiedenen Informs von einer Karte kommen. Ich meine, 50 verschiedene ist natürlich übertrieben, aber es kann schon sein, dass jemand 3-4 Informs hat und dann wäre das natürlich viel zu anstrengend bzw. einfach viel zu blöd, da wirklich seine richtige Karte rauszusuchen. Deswegen wäre dieses Upgrade in FIFA 19, FIFA 20 wirklich, denke ich, eine coole Erneuerung. Schreibt mir dazu auf jeden Fall auch eure Meinung in die Kommentare. Zu allerletzt habe ich jetzt noch einen Trading-Tipp vom Smaxi für euch am Start und zwar geht es dabei um die Tech Avion Training Methode. Ja, hört sich schon mal richtig interessant an und ist sie, finde ich auch. Und zwar bietet man da Spieler mit 99 Verträgen an, beziehungsweise man kauft die Spieler einfach mal und dann pusht man sie halt teilweise. Man bietet sie dann eben zum Beispiel für 99 Verträge an, dann eben mit natürlich genügend Fitness, dann mit einem Chemistry Style, der gut passen könnte und dann bietet man diese Karte einfach für circa das Doppelte wieder auf dem Transfermarkt an und hofft eben, dass sie sich verkaufen. Es ist sehr, sehr schwierig, dort Karten zu verkaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie gesehen, dass diese Methode unfassbar krank abgeht und man da Millionen von Coins macht. Wäre natürlich auch sehr verwunderlich, aber sie geht nicht ganz unfassbar krass ab, aber ich denke mal, wenn man da eine Karte dann verkauft hat, hat man halt direkt mal so, ja, weiß ich nicht, seine Coins halt verdoppelt, wenn man den Spieler eben für das Doppelte reinstellt. Und ich würde euch raten, einfach mal das Video vom Smaxi zu schauen. Ich habe es euch natürlich in der Beschreibung verlinkt und ja, dort einfach mal reinschauen, das Video anschauen und dort eben den Trading-Tipp dann einfach mal nachmachen. Probiert es einfach mal aus mit, weiß ich nicht, mit 10, 20 Spielern. Den Platz hat, denke ich, jeder auf der Transferliste. Also wirklich die Spieler einfach so gut hochpushen, dass sie einfach extrem interessant wirken. Und für FIFA-Neulinge ist das dann natürlich, wow, der hat 99 Verträge, wie geht denn das, den kaufe ich direkt oder so. Oder die kennen sich halt teilweise dann nicht so aus. Also es ist so ein Mischmasch aus Leuten, die das kaufen, die sich eben nicht auskennen, Leute, die eh zu viele Coins haben und so weiter und so fort. Aber teilweise werden diese Spieler eben
für das Doppelte abgekauft. Deswegen solltet ihr euch da auf jeden Fall das Video vom Smaxi anschauen, um diese Methode zu 100% zu verstehen und dann eben auch ganz genau nachmachen zu können. Ja, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA Talk. Falls er dir gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Heute mal eine etwas kleinere Folge, ja, 4 Themen statt 5 Themen, aber ich denke mal, das passt auch so. Und dann würde ich sagen, war's es auch schon wieder. Ja, heute ist Donnerstag. Wenn ich dieses Video noch vor 18 Uhr oder so hochladen kann, dann kann ich euch sagen, dass ich heute circa gegen 21, 22 Uhr meine Weekend League Packs streamen werde mit einigen anderen Packs, also Wants to Watch Packs, dann Kulturaustausch SBCs werden wir machen und auf meinem zweiten Account habe ich auch noch ganz viele SBC Packs und ja, dort auf jeden Fall unbedingt reinschauen dann am Abend und ja Leute, wir hören uns, habt auf jeden Fall immer High Hopes, bis zum nächsten Mal oder eben bis zum Stream heute, falls das Video am Donnerstag kommt, haut rein und ciao!